SRF bei den Leuten mit. Aus der Region, für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Zmitz der Schweizer Berglandschaft. Auf das haben der Hüttenwart Friedli und Pia lang gelangt. Ihres Basecamp. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal zelt worden bin. Hey, halt. Irgendwie habe ich ein paar Füße zu wenig, einen Kopf zu wenig, Hände zu wenig. Das Zweite ist absolut deftig. Auf der Leutschachhütte sind Hüttenhilfen von Andrea jung. Und das hat natürlich einen guten Grund. Dass ich mich auch selber jung fühle. Es ist für mich einfacher, einen Jungen in meine Schiene zu bringen. Im Tessin auf der Capanna Alpenimi muss der Pietro eine Türe renovieren, dass sein Quellwasser nicht verdreckt wird. Wasser ist einfach das Wichtigste. Ohne Wasser eine Alp zu betreiben, ist unmöglich. Also. Das ist SRF bei den Leuten. Heute Geschichte. Es ist Mitte Juli. Morgen früh auf der Leutschachhütte im Kanton Uri. Die Hüttenwartin Andrea macht frühe Schicht, ohne ihre Hüttenhilfe. Ich bin recht am Morgenmuffel daheim und oben. Habe ich die Zeit eigentlich noch gerne, weil ich für mich bin. Ich habe Sachen erledigt, wo ich durch den Tag durch nicht immer die Zeit habe. Ich kann schon vorschaffen, dass wir im Tag nicht so in Stress kommen. Es sind noch eine zweite Gruppe gekommen. Und dass sie sich nicht gegenseitig zu essen wegnehmen. Bin ich da und schaue, dass sie alles haben. Merci vielmals. Bald ist es nicht mehr so ruhig. Die Andrea ist nämlich immer noch am Einschaffen von den Jungen auf der Hütte. Zwei junge Frauen unterstützen sie in diesem Jahr zum ersten Mal hier oben und müssen die Arbeitsabläufe kennenlernen. Für mich ist das auch völlig in Ordnung, dass sie noch nicht so schnell sind, wie man sein könnte. Es ist halt einfach, es geht von unserer Freizeit oder unserer Ruhezeit weg. Darum bin ich ein bisschen abgepicht, dass wir es gründlich und schnell machen. Ja, dazu lernen. Ich sage, man wird schneller und man lernt effizienter zu arbeiten. Also jetzt, was bitte machen angeht. Das mit der Effizienz sieht die 32-jährige Hüttenwartin noch ein bisschen anders. Wenn du etwas vorgibst und sie müssen das machen, dann schauen sie lieber, was macht der andere. Und kann man das, was der andere macht, vielleicht noch verbessern und optimieren. Kannst du auch das Thema? Nein, es geht nicht. Kannst du schon probieren. Und vergessen dabei, was sie eigentlich machen müssten. Und ja. Das schaffen wir, dass der Ende zufrieden ist. Und dann sagt sie, jetzt sind wir aber zweite genug lang genug schnell gewesen. Die sogenannte Generation Z hat einfach andere Ansätze. Ich bin nur so erzogen worden, man ist halt 5 Minuten früher beim Arbeiten. Und ja, man geht, wenn man fertig ist und nicht, wenn die Stunden durch sind. Und die Generation Z sagt halt einfach, ja, es ist 8, ich habe Feierabend, tschau zusammen. Aber eigentlich haben sie recht und sie haben vielleicht die bessere Lebensqualität, wieder mehr Duplo, die krampfen. Der Ausgleich ist uns definitiv wichtiger, als es bei unseren Eltern oder so war. Für die war ganz klar, ich arbeite 100% und so. Und bei uns ist es so ein bisschen, 80% länger ja eigentlich auch. Also kann ich auch nur 80% arbeiten. So ein bisschen in diesem Stil. Aber. Ist ja auch gut so. Wir arbeiten aber nicht mehr so viel. Heisst nicht, dass wir nicht gut arbeiten. Olivia will für einen Monat auf der Hütte arbeiten, um zu schauen, ob das Bergleben etwas für sie ist.
Immer wieder neue Mitarbeiterinnen, die nur kurz bleiben, ist streng für Andrea. Es braucht mich relativ stark, ja. Und bis es dann endlich kommt, ist der Schatz Gänse schon wieder und dann fährst du wieder mit der Frischen an. Der Hefe hat gerne warm, aber nicht heiß. Ja, aber letztes Mal ist mit kochendem Wasser gemacht. Das stimmt doch gar nicht. Also mit, vom, aus dem Kronen raus. Ja. Und das ist schön luftig geworden. Heute Halbzeit für die Olivia. Und der erste freie Tag. Eine Möglichkeit, um ins Tal zu kommen. Also es ist nicht irgendwie so, dass ich Heimweh hat oder irgendetwas, aber es ist mal wieder schön heimgehen. Und mal wieder andere Leute sehen als Sabrina und Andrea. Hey! Tschüss! Tschüss! Dass das der letzte Arbeitstag für sie auf der Hütte war, das weiss zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Mit Verspätung steht jetzt endlich am Hüttenwart Friedli sein Basecamp. Er hat das Zeltlager angestellt, weil die Lernisch heute umgebaut wird. Und darum vergisst, der Sommer durch zu bleibt. Hey, hoi miteinander. Hoi. Haben wir es gut gekommen? Super. Schon, gut, tschüss. Gute Bedingungen. Es wimmelt noch so von Wandervögeln, die gewundern, was da oben so läuft. Schön, wenn die Leute hier hütteln. He? Es wäre für mich gar nie in Frage gekommen, dass wir hier einfach die Hütte zutun. Und wenn wir das hier nicht gemacht hätten mit Zelt, hätten wir ganz sicher irgendwo wild Leute, die empieren, die zelteln. Und so haben wir es kontrolliert und es ist viel besser. Das heisst aber auch, viel bügeln, krampfen. Ja, wenn ich daran denke, ja. Für wer hast du jetzt gezahlt? Selbst, genau. Ja, sie danke. Oh, jetzt aber noch. Ja, hat es keine. He? Ah, ihr seid ja gestern schon da. Ich habe es Puff. Zwei sind SAC und die ist nicht. Welli? Moment, geschwind. Ich muss noch im Nuss springen. Hey, halt. Haben wir noch Geld retour? Nein, Gucci. Schon? Yes. Ja, man sollte da ziemlich viel denken. Und wenn es gerade geschwind ein bisschen hektisch ist, dann geht das eine oder andere drunter. Ja, warte mal, wir nehmen ihn miteinander. Irgendwie habe ich ein paar Füße zu wenig, einen Kopf zu wenig, Hände zu wenig. Ja. Aber ja. 14:30, 14:45. Irgendjemand muss ich darüber zahlen. Nein, hat sie schon. Weil es im Basecamp noch kein Strom und kein Wasser gibt, heisst es laufen, laufen, laufen. Es ist ein grosses Hin und Her, weil hat jemand kein Bargeld dabei, muss ich die Hütte rüber. Wir müssen telefonieren, muss ich die Hütte durch, weil hier haben wir keinen Anschluss bis jetzt. Weil wir sind einfach irgendwie ein bisschen hinten drin mit organisieren. Was hättest du gerne? Ich würde uns gerne anmelden. Gut. 36 Leute haben Platz. Verteilt auf Zweierzelt, zmitzt in Gebirge. Das weckt Erwartungen. Es ist schon ein bisschen Abenteuer. Es ist wie übernachten von aussen. Also unter dem Sternenhimmel und so. Es ist mehr Freiheit als in einer Hütte. Und das ist, macht das Bergsteigen ja aus, dass man nicht immer in einem Hotel ist, sondern einfach. Und das passt mir schon auch gut. Oha. Du musst mal hier schauen. Okay, ja. Das ist gut. Es wird kuschelig. Gerade gar nicht auf Kuschelkurs ist der Friedli. Hey, ihr seid die zwei Jungs, die raufgegangen sind. Die, bei denen die Helme. Schnallt mal die Helme richtig an. Das ist kein Zuschauen. Entschuldigung. Das ist gefährlich, weißt du das? Ja. Irgendwann bleibst du dann mal hängen und dann fahrt ihr auf dem Gipfel. Nein. Habe ich mir gedacht. Zu ja, spät. Das ist ein bisschen zu spät. Zu weit. Ja, ja, zu spät. Ja, zu spät. Jetzt bin ich froh, sind sie zurück. Die haben mir ein Bauchweh gemacht.
mit ihrer Ausrüstung, so wie sie den Rucksack gepackt haben, ist nicht so dienend. Hast du für mich die Arbeit gemacht, Onkel? Ja. Das WC-Papier habe ich gewechselt. Bis 7 und die zwei Riesenkünstler sind der Retour. Aber es hat wirklich, das ist wirklich ein Sicherheitsfaktor. Wenn er nicht mehr durchläuft und hängen bleibt, dann zieht es eine Retour. Und das kann ganz dramatische Folgen haben. Das Problem ist dann einfach, wenn man solche Leute irgendwann mal holen muss. Das ist ja kein schöner Job. Ich war 30 Jahre in der alpinen Rettung und man sieht ganz, ganz wüste Sachen. Pause für die Bieren und den Friedli liegt nicht drin. Würdet ihr besser gut dafür sitzen? Entschuldigung. Jetzt machen wir Teigwaren. Wir haben zwar gesagt, das geben wir einen Hörpelstück. Aber Teigwaren sind gerade in der Nähe. Das ist vegetarisch, das zu einem Gemüse. Zum Glück funktionieren die Gaskochherde im Basecamp. Schau das mal an, im Fleischflügel. Ihr seid bereit. Ihr dürft im Fall auch 2 Löffel haben. Stress spürt der 66-Jährige aber schon. Ich bin mal in dem Viertel ab 3 bin ich aufgestanden. Und seitdem läuft einfach immer ein bisschen etwas. Und zwischen 18 und 20 Stunden. Vielleicht haben sie es vom Vater geerbt. Wir haben damit zu Krieg gehabt und der Vater hat schier Tag und Nacht geschafft. Und ich habe eigentlich hätte ich sollen Metzger übernehmen, aber ich habe eigentlich nie so immer gesagt, ich will nie so lange arbeiten wie mein Vater und mittlerweile mache ich es genau gleich. Ich habe vielleicht schon mal ein Problem gehabt. Ich habe schon fremde Hilfe benötigt, weil ich zu viele Stunden, sondern zu viele verschiedene Sachen hatte. Aber da bin ich weit weg. Ja, manchmal denke ich schon, dass es wirklich gerade so an der Grenze ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich bin manchmal eben nicht besser als der Friedli. Ich mache ja das ganze Spiel mit. Und also auf die Dauer wäre es sicher nicht gesund, aber den Winter haben wir ja dann das nicht. Hä? Ich sage einmal ungefähr um 6:30 zu machen. Ja. Ungefähr. Ja. Hoffen wir, dass die beiden bis zum Winter durchheben mögen. Über 120 Geissen leben auf der Alpenimi. Je später die Saison, umso weiter weg sind sie von Hütten. Sie gehen dem Gras nach. Aber jeden Morgen werden sie zur Hütte gelockt und dann werden sie gemolken. Aus der Milch gibt es Geisskäse, den der Hüttenwart Pietro hier auf der Hütte selber macht. Also? Bubi? Ja, ein bisschen trocken. Ich tue im Tal keine mehr verkaufen. Die unseren Käse wollen, die müssen hier aufschwitzen. Also, es gibt keine andere Lösung. Der Jens unterstützt den Pietro seit Anfang der Saison. Er schafft vor allem draussen mit den Geissen. Ist total toll, ne? Hier vorne die Ziegen zu melken, dann den Käse zu machen und das hier vorne auch direkt auszuschenken. Ne? Die ersten. Oder ja, zu verkaufen. Hallo, Milena. Tschüss, Pietro, danke vielmals. Super gewesen. Ja, mach's gut. Auf Presto. Gut. Ja, danke vielmals. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ja. Tschüss. Grey, komm.
Als perfekter Gastgeber hat der Pietro immer wieder Geschichten auf Lager. Buongiorno, Papaietta. Ciao, Papaya. Das ist die Pipistrella. Also, Pipistrella heisst auf Deutsch Fledermaus. Und die ist grau wie ein Fledermaus. Pipi. Das war auch so ein weiser Kind, oder? Und dann, klar, am Anfang tust du sie ganz, ja, mehr aufpassen als die anderen, die eine Mutter haben. Aber dann musst du dann aufpassen, dass sie eben nicht wie Hündli werden. Weil ich habe am Anfang so Fehler gemacht, oder? Sie viel zu viel einfach geschmuset mit denen. Und dann habe ich die nicht mehr los, bin ich nicht mehr los geworden, oder? Und das, also die müssen einfach Geissen bleiben und einfach in der Erde bleiben, nicht wie Hunde oder wie Menschen werden. Also, das ist die Reli. Ciao, Reli. Dünn, aber Polaris. Tschüss, merci. Schön gsi, ihr dürft wieder kommen. Ja, vielen Dank. Ich hab's schön hier. Tschüss. Aia, aia. Benani. Die Capanna Alpenimi ist wegen der Geissen, auch ein Landwirtschaftsbetrieb. Darum kriegt der Pietro Unterstützung vom Bund. Die Direktzahlung ist ein wichtiger Teil des Ganzen. Wenn man nur mit dem Käse und mit der Milch, also, hast du vergessen. Also, ausser du lebst wie vor 100 Jahren. Ein bisschen Milch und jeden Tag Polenta, also. Hey, hey. Ja. Die Leutschachhütte. Dort oben ist seit 5 Jahren Andrea Furrer, Chefin. Erst seit gut 40 Jahren dürfen Frauen überhaupt im Schweizer Alpenclub, im SAC, sein. Unsere Familienverwandtschaft ist recht von den Bergen geprägt. Und ich glaube schon, wenn man der Virus in sich hat, entweder bricht er uns oder er bricht nicht uns, oder man hat ihn schon gar nicht. Und ja. Wir sind in der Familie haben ein paar und recht intensiv. Ja. Vor allem die Frauen. Schon Andrea, ihre Großmutter, hatte den Virus gehabt. Sie hat aber noch in einer ganz anderen Welt gelebt. Meine Großmutter hat alles erzählt. Bei ihr durfte man nur mit der Rücktäfe kommen und sie sind noch mit der Rücktäfe. Sie hatte extra ein Frauenzimmer und sie war noch etwas verpönt. Ich weiß nicht, ob es von dort nachher noch ist, aber ich finde, nicht nur weil ich eine Frau bin, gehöre ich jetzt nicht. Nicht auf die Hütte. Also ich finde, ich mache meinen Job nicht schlecht und ich würde ihn nicht besser machen können, wenn ich ein Mann wäre, glaube ich. Also. Eine Frau als Hüttenwartin ist immer noch selten. Weniger als ein Fünftel der Hütten wird von Frauen allein geführt. Ja, also wenn das jemand macht, dann Frauen, das sind meistens starke Frauen. Ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht und das finde ich super, ja. Mir spielt es eigentlich schlussendlich keine Rolle, wer das macht und ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass eine Person authentisch ist als Hüttenwartin und ihr das auch Spass macht. Und eben, dass sie das stemmen kann. Und ich glaube, so wie es der Marco gesagt hat, sie ist eine starke Frau und sie macht das, glaube ich, mit recht viel Leidenschaft. Und das merkt man auch. Wir haben Linsertorte, Nusstorte, Schokoweihe, Snickerscake, Zitronencake, Mandelstangen, gefüllte Vanillekorne, die noch gefüllt werden, Aprikosenweihe und versunkene Äpfel. Die Andrea erlebt aber immer noch, dass man ihr als Hüttenwartin gegenüber skeptisch ist. Gewisse sind erstaunt, dass ich das mache, dass ich das kann. Meistens sind sie noch mehr erstaunt, wenn sie herausfinden, dass wir meistens ein reines Frauenteam sind. Dann ist die Überraschung noch grösser. Ja, sicher. Danke dir. Am Anfang hat es mich schon gestört oder ich habe mich dahinter gefragt,
Dass immer geheißen hat, ja, wo ist denn der Hüttenwart, wann kommt der Hüttenwart? Oder was ich allerdings noch merke, ist, wenn ein Kollege da ist oder mein Freund da ist, dann fragen sie ihn viele Sachen. Und er sagt, ich habe keine Ahnung, ich bin nicht der Hüttenwart. Fragt die Hüttenwartin. Und mich schauen sie schnell an und reden mit ihm weiter. Also, das kommt mir nicht in Sinn, mich zu fragen, obwohl ich es weiss. Die Gleichberechtigung ist also offenbar noch nicht auf dem Gipfel angekommen. Willi hat's. Ja, ja. Gut. Aufbruchstimmung im Basecamp. Das Ziel der meisten Gäste ist die Hochtour auf das Vrenelis Gärtli. Einfach füllen. Und dass die nicht mit leerem Magen loslaufen müssen, muss auch der Friedli schon ganz früh ansaugen. Ja. Danke. Morgen, komm nur. Ich stehe in der Küche seit dem Morgen, glaube ich, etwa um 10 ab 3 Uhr. So. Ja. Aber das ist noch schön, da hat man Ruhe. Jeder hat einen Liter Mosttee zu gut. Also heisst 30 Liter Mosttee muss ich haben. Die haben wir jetzt abgefüllt und wahrscheinlich die meisten abgefüllt, so wie es aussieht. Und das heisse Wasser ist halt immer das Thema. Das Thema heute Morgen bei den Gästen ist nicht das heisse Wasser, sondern die Übernachtung im Zelt. Ja. Der Schlafsack war mega warm. Ja, also es war super. Ja. Das Mädchen war auch bequem. Nächstes Jahr gehen wir in die neue Hütte. Aber dem her gesehen, ist das wahrscheinlich ein einmaliges Erlebnis. Du bist richtig. Weißt du, ich glaube, wie wir hier. So. Danke. Jeder. Habt einen guten Tag. Danke. Gleichfalls, danke. Bis später. Bis später, ja. Wenn ihr oben sind, hat es Glück. Tun den Freien alle Leute. Machen wir. Hat es gerne. Und man schläft fast besser, wenn man so in einem Zelt als manchmal viele Leute. Und, im Massenlager. Massenlager, das ist wunderbar. Ja, schnarchelt ein bisschen weniger. Ja. Maximum einen. Nein, ja, ist cool. Wirklich lässig so. Ja, ja. Ist das gut? Es Hütte eine Hütte, die nicht so gut organisiert ist. Jetzt ist er recht improvisiert. Wäre noch Wasser für dich wichtig? He? Ja, das kommt. Und sonst haben wir den Gletscherbach. Ja, ja. Ja, schönes Plätzchen. Es ist Viertel ab 3, oder wann bist du raus? Ja, um 3 bin ich da. Ah, ja, das ist ja so. Genau. Und nur für Gäste, die nachher Ferien machen können, ist schön. Mutig und innovativ, so etwas zu machen. Ja, ja. Gut. Bis später. Ja. Bis später. Ja, miteinander. Hey, tschüss miteinander. Der Friedli würde am liebsten mitlaufen. Aber es gibt noch viel zu tun. Vielleicht schafft er es später in der Saison mal beim Vreneli vorbeizuschauen und zu klingeln. Im Ticino läuft Käseproduktion auf Hochtouren. Käse von gestern, oder? Aus dem Salzbad nehmen. Jetzt eben durch den. So, ja.
Von frisch bis zu Hartkäse. Alles wird dort oben gemacht. Und auch die Meila, die zum ersten Mal eine ganze Saison lang hilft, beherrscht das Handwerk. Der Pietro war ihr Mentor. Sieht schön aus, he? Wenn du hier rein bist, bist du einfach ein paar Stunden da. Oder auch mehr als ein paar Stunden. Und dann hast du einfach. Bist einfach du und die Milch und der Käse. Es ist einfach komplett Ruhe, oder? Und das ist schön. Und man muss auch nicht stressen beim Käse, weil sonst geht es dann schief. Und das gefällt mir. Die Milch der Geissen wird jeden Tag frisch verarbeitet. Ja. Aufwärmen. Also die Temperatur des Käse macht schon einen Unterschied in der Festigkeit. Also, je kälter ist das Milch, je weicher wird der Käse. 28, ja? Also, der Frischkäse ist zum Beispiel durch einen Fehler entstanden, weil ich einmal Temperatur vergessen habe. Und dann ist einfach irgendwie so rausgekommen. Und dann habe ich wieder probiert, das nächste Mal wieder den gleichen Fehler zu machen. Ob es wieder gleich kommt, und ist einfach so. Und jetzt machen wir immer den gleichen Fehler. So, jetzt sind wir bei 36. Die Temperatur muss eingehalten werden. Aber sonst ist das Geheimnis Handgelenk mal Pi. Also wir sehen es vom Auge aus, wie viel Salz rein tun. Wenn wir es wissen, eigentlich weiss ich gar nicht, wie viel Gramm der Pietro weiss. Und 2 Kilo. Und dann nehmen wir das einknetten. Fast wie ein Brot knetten. Bis keine. Wie sagt man? Bis keine Böllchen drin hat. So ein bisschen harte Böllchen. Dann tun wir es dann in die Schale rein. Eccoci. Geisskäse ist aber nicht etwas, das alle gerne haben. Der Geschmack ist ja stärker als der von der Kuh, oder? Aber ein bisschen milder von der vom Schaf. Und viele sagen dann, ja, ich weiss nicht. Normalerweise habe ich das nicht gern. Aber wenn sie dann den Frischkäse probieren, dann sagt sie immer, oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das nicht so nach Ziegen schmeckt, oder? So kommt Luft rein. Also das war eben eine Geissenalp von meinem Onkel. Und das ist einfach eine Tradition, die weitergeführt wird. Und dann natürlich hat auch einen Sinn. Erstens eben, lieber so Produkte als. Ja, haben wir wieder 36 Grad. Lieber so Produkte zu produzieren als eben ein Industrieprodukt zu machen. Und so kann ich auch einfach meine Produkte direkt zum Geniessen geben, oder? An den Gästen. Das findest du eben nicht überall. Ja, und jetzt lassen wir es. Jetzt tun wir die Formen. Upsla, diesmal. Hm.
Jetzt müssen wir einfach zweimal drehen, dass sie eine Form bekommen. Voilà. Die Junghüttenhilfe Olivia ist nicht mehr zurück auf die Leutschach-Hütte gekommen. Sie ist nach ihrem Tag im Tal unten krank geworden. Dafür ist der 19-jährige Lukas früher als geplant angereist. Zum ersten Mal in dieser Saison sind sie hier oben nicht mehr ein reines Frauenteam. Für die Andrea ist das okay. Die Olivia hat sich nie ganz eingelebt. Was man sicher gemerkt hat, das war überhaupt nicht ihre Welt. Also sie ist, ich habe immer gemeint, als Hüttenwart muss man nicht bergbegeistert sein, aber als Hüttenkilf oder als Hüttenwart muss man ein bisschen das Interesse für Berge haben. Und das hat sie nicht gehabt, das hat sie aber selber auch gesagt, und es war kein Problem gewesen. Aber es ist sicher von Vorteil, wenn man eine Leidenschaft für die Berge hat. Der Luft ist ganz anders vom Charakter her, von der Arbeitseinstellung. Er ist auf einen halben Tag da. Und er bewegt sich, als ob er schon ewig da wäre. Also, Olivia hat gar nicht schlecht gearbeitet, überhaupt nicht. Aber es ist so die Begeisterung und die Motivation ist schon etwas anders. Ja. Wir führen eine Citro, ein kleines. Ja. Schwarztee, Werwer, Kamille, Kräuter, Zitrone, Ingwer, Hagebutter, Bruchschale, Lindenblätter, Pfefferminz und Grüntee. Mit der Turbo Andrea kann er noch nicht mitheben. Aber sonst fühlt er sich schon heimelig. Okay. Ich bin auch wirklich sehr viel so auf Hütte, Tagtouren oder Übernachtungen. Und so etwas durch das. Und seit Andrea kann ich so ein bisschen. Und da habe ich gedacht, jetzt nach der Lehre etwas Frisches, einen Monat lang. Und nachher wieder zurück in den Lehrbetrieb. Ich habe lieber ein Jungsteam um mich herum, dass ich mich auch selber jung fühle. und da habe ich das Gefühl, ist es eher bei einem Jungen wieder als bei einem Eltern, der schon allein einen Haushalt hatte, der schon eingespielt ist auf seine Abläufe. Ist es für mich einfacher, einen Jungen in meine Schiene zu bringen. Ihr Konzept funktioniert schon seit 5 Jahren. Sie hat immer mal wieder Neuling als Hüttenhilfe und hat anfangs ein Gespür, wem sie was zutrauen kann. Luca, willst du eigentlich probieren mit dem Telefon? Ja. Und sonst kannst du mir es dir geben. Hi Lukas, Leute Hütte. Das Alte ist seit diesem Jahr verboten, das gut melden. Bei heiklen Themen greift sie ein. Das Verbot kommt nicht von uns, kommt von der Gemeinde. Gib dir gerade die Hüttenwart in Not, wenn das geht. Das ist tschüss. Hat es jetzt gerade gereicht? Da ist Andrea, hoi. Zelten gerade neben der Hütte. Das ist hier nicht erlaubt. Wir hatten riesige Probleme mit dem Giesel und mit überall anschiessen. Und ja. Gut, danke dir. Tschüss, ciao. Du hast vorher einen grossen Löffel und die Suppe probieren. Ich muss mir sagen, ob es genau salzig ist. Wenn sie gut findest, musst du nicht einfach nur sagen, es ist gut, sondern musst sagen, dass es speziell gut ist. Sensationell. Ja. Nachher kannst du ihre Soße noch probieren. Das Team spürt die Leidenschaft, die Andrea für ihre Hütte und ihre Arbeit hat. Ich sage immer, so lange, dass es mir Freude macht, wäre ich noch nicht gerade. Oder? Ja, ich muss etwas haben, das mich tun, genau gleich würde erfüllen und momentan gefällt es mir noch sehr gut da oben und ich weiß nicht, was mich dann euch so wird erfüllen, wie das, was ich jetzt hier mache. Ja.
Im Basecamp, der Lernhütte, hat der Friedli Unterstützung von seiner Tochter Rebecca. Ja, ist immer noch ich einstellt und du das andere, dann sind wir schneller drunter, oder? Jeder Tag zählt für die neuen Gäste vorbereiten. Das ist ein Hosenlupf und geht ein paar Höhenmeter ins Bein. Ja, ich gehe da hinten. Ja. Komm mit dem Metall hier rein, schnell, da kannst du rechnen. Ja. Jede Hand, die kommt im Moment, ist eine Hilfe. Und am Wochenende sowieso, wenn wir ausgebucht sind, das Zweite ist absolut deftig. 18 Zelter müssen sie putzen, in allen Luftmatratzen kontrollieren und Schlafsäcke auslüften. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Zelt geworden bin. Der Papi ist ein Krampfader. Manchmal ist es also auch streng mit ihm. Er ist also auch zäh. Manchmal vielleicht fast ein bisschen zu zäh. Manchmal würde er vielleicht gescheiter sagen, hey, jetzt ist der Glaube gut. Aber er beißt damit durch. Und irgendwie geht es da mal gleich. Oh. Nicht zutun, oder? Es hat schon viele Leute gegeben, die gefunden haben, ja, das ist jetzt ein eine Spinneridee, sage ich jetzt einmal. Und ich selber hatte auch manchmal das Gefühl, ja, willst du das wirklich antun? Also es ist ja auch ein Krampf, die ganze Anreisung. Ist es nichts Schönes? Das ist etwas sehr Sinniges Schönes. Friedli! Ja. Ich gehe jetzt über weg der Linzertorte, ist gut. Ja. Hat der Anke noch mitgenommen? Ja, sehr gut. Wir haben einfach keinen Bach auf hier. Und wir bachen den gleich zwar selber. Und dann bachen wir es halt in der Hütte und tragen halt die Ware rüber. Und das ist jetzt halt. Ja. Wir laufen, aber. Wir haben ja nicht Bachware, wir tragen, im Moment tragen wir auch noch Wasser. So hat er sich das sicher nicht vorgestellt. Aber bis der Friedli und Pia Wasser im Basecamp haben, geht es noch mal eine Woche. Es ist jetzt vielleicht ein umständlich. Und wir brauchen etwa 80 bis 100 Liter Wasser im Tag zum Kochen, Marschtee und alles. Darum laufen sie die 300 Meter bis zur Hütte etwa 10 bis 20 Mal am Tag. Zum Glück ist die Küche noch nicht rausgerissen worden. Trotz dem Umbau könnt ihr die im Moment noch benutzen. Rebecca, nimmst du nicht noch die Gipfel mit? Danke. Manchmal ist es auch zäh. Also, gegen den Abend wird man vielleicht auch mal müde. Und dann nachher, ja, ich will es halt ein bisschen streng, um immer hier und her laufen. Auch im Tessin ist heute das Wasser ein Thema. Der Pietro und der Jens müssen zu dieser Quelle, die die Nimi heute mit Wasser versorgt. Wasser ist einfach das Wichtigste für alles, also zum Leben. Also. Und ohne Wasser ein Alp zu betreiben, ist unmöglich. Also. Wir brauchen Wasser zum Trinken, zum Essen, zum Käse, zum Abwaschen, für WC, für Dusche, für alles. Also. Ohne Wasser geht es nicht. Die Quelle ist etwa 1 Kilometer von heute weg. Und Pietro, sein Onkel, hat hier in den 60er Jahren eine Leitung zur Hütte gezogen. Siehst du, hier ist alles
im Fels eingemauert praktisch, oder? Und da unten geht die Leitung, oder, wo mein Onkel geleitet hat. Also auch wenn es Lawinen gibt und so, das ist einfach gar nicht, geht einfach nicht kaputt, oder? 800 Meter in so in einem Gelände, einfach alles runtergraben und das hält immer noch über 50 Jahre später. Also das ist schon eine Leistung. Und Chapeau an meinen Onkel Gioacchino. Halleluja! Bei der Leitung ist auch wirklich alles noch gut. Aber bei der Quelle hier oben muss der Pietro eine Türe neu mauern. Ich weiß nicht, von wo das Wasser kommt. Vielleicht kommt sie vom Wallis. Oder ist einfach ein Druck im Granit rein, oder? Also muss einfach. Aber sicher nicht von da oben, weil die Krete, der Spitz ist nur 200 Meter oder nicht einmal oben drauf. Also wenn wir lang nicht regnen, dann wäre das Wasser schon lange ausgetrocknet, oder? Aber da, die kommt, ich weiß nicht, von wo, aber die ist immer da und noch in einer relativ guten Menge. Zuerst müssen wir etwas in die Kühle stellen. Für nach der Arbeit. Jetzt, ja. Zemento. Mach mal. Halbe Sack Minimum. Ich lasse dir. Was passiert? Die alte Holztür war morsch und der Pietro hat sie durch eine Metalltür ersetzen müssen, die er jetzt noch abdichten muss. Die ist einfach Granitwasser, jetzt gekalkt rein. Ist fast zu pur. Aber also jedes Mal, dass sie kontrolliert wird, eben zum Käse, ist einfach eine super Qualität. Und da eben, kann sie nicht verschmutzt werden, oder? Die geht von da direkt. Also die sieht nie das Licht, die sieht nie Dreck. Also ist das Beste, was kann schon. Also. Sieht gut aus. Dann haben wir die Baustelle abschliessen bis zum nächsten Mal. Das kannst du einpacken. Und jetzt kommt das schönste Teil vom. Nummer 2. Jetzt schliessen wir ab. Voll frisch. Ja. Salute. Salut. Viva. Nächste Woche bei «Heute Geschichten». Der Zivilschutz muss antreiben, weil der starke Regen den Weg zur Leutschachhütte verschüttet hat. Ja, es ist erstaunlich, was für eine enorme Kraft das Wasser aufbringen kann. Und es ist schon beeindruckend und zeigt euch ein bisschen, dass wir wieder sind. SRF bei den Leuten mit «Aus der Region, für die Region». Das Migros-Label für regionale Produkte. Schon fertig. La 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 la.